Die Renditen, zumindest bei US-Anleihen, können sich mittlerweile wieder sehen lassen. Darüber haben wir an dieser Stelle schon öfters gesprochen. Die USA ist damit schon einen ganzen Schritt weiter als der Euroraum. Auch das ist an dieser Stelle bekannt. Für Anleger, die also ein gewisses Maß an Währungsrisiko tragen können, werden US-Anleihen demnach wieder zu einer echten Alternative, oder? Oder eben vielleicht nicht. Genau das wollen wir uns jetzt ansehen, wie immer mit Rentenhändlerin Bianca Becker hier von der Börse Stuttgart. Deshalb direkt die Frage an dich, Bianca, wie sieht es denn aktuell bei euch im Rentenhandel aus? Werden vor allem US-Staatsanleihen wieder stärker nachgefragt? Die US-Staatsanleihen sind nach wie vor stark gefragt bei uns an der Börse Stuttgart. Wenn wir uns auch jetzt die Rendite nochmal anschauen von der zweijährigen Staatsanleihe, da haben wir ja letzte Woche schon an dieser Stelle drüber gesprochen, da ist die Rendite auch weiter angezogen. Die steht momentan bei 2,81% und kommt so dem Krisenbarometer von 3%, wie wir letzte Woche besprochen hatten, ein bisschen näher. Worüber wir vergangene Woche nicht gesprochen haben, sind US-Unternehmensanleihen. Wenn die Staatsanleihen steigen, müssten doch eigentlich die Unternehmensanleihen nachziehen, oder? Ja, auch hier steigen die Renditen. An der Börse Stuttgart konzentrieren sich die Privatanleger momentan vor allem auf die Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 3 und 8 Jahren, eine Restlaufzeit von 3 bis 8 Jahren. Hier liegen die Renditen im Bereich zwischen 3,18% und 4,5%. Im Allgemeinen ist der Bereich von US-Unternehmensanleihen eher ein Käufermarkt, ein sogenannter Buy-and-Hold-Markt. Verlassen wir die USA, schauen mal wieder auf den Euroraum, schauen mal wieder auf Italien. Vergangene Woche wollte Italien eine neue Anleihe platzieren. Man hat eigentlich eine recht treue Anhängerschaft, kann man sagen, vor allem Italiener selbst. Doch die Platzierung in der vergangenen Woche lief nicht ganz so, wie im Vorfeld erwartet. Ja, das stimmt. Die Platzierung der neuen Anleihe hat einfach gezeigt, dass auch die Privatanleger in Italien das Vertrauen in den Staat verlieren, dass da das Vertrauen schwindet. Die Nachfrage kam auf knapp 870 Millionen Euro nach 3 Zeichnungstagen und das war weniger als schon als es damals in der Finanzkrise war. Da haben sie schon deutlich mehr Nachfrage gehabt. Das sind nicht wirklich gute Nachrichten. Schauen wir auf eine zumindest halbwegs positive Nachricht vom vergangenen Wochenende. Wir haben es alle gehört, der Brexit-Vertrag wurde eben in Brüssel abgesegnet. Es ist eben ein weiterer, zumindest kleiner Schritt in Richtung weg vom Hard Brexit, nennen wir es so rum, getan. Macht sich die ganze Geschichte mittlerweile auch bei euch im Rentenhandel bemerkbar? Die Anleger an der Börse Stuttgart halten sich zurück. Also sie sind wirklich in abwartender Haltung. Der wahre Brexit-Test, der steht noch aus. Die Abstimmung im Unterhaus, die soll um den 12. Dezember herum stattfinden. Und da ist der Ausgang noch vollkommen offen. Es bleibt also in dieser Frage weiterhin sehr spannend. In knapp 2 Wochen werden wir wahrscheinlich etwas mehr wissen. Das war wieder der Blick in den Rentenhandel an der Börse Stuttgart, wie immer mit Bianca Becker. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.